Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich dachte, ich gebe euch ein fixes Update, obwohl ich heute gar nicht geplant hatte, was zu vloggen. Aber ja, das können wir ja wie immer einfach so lange vloggen, bis ein vollständiges Video dabei rauskommt. Und zwar ist heute Montag. Ich habe heute den Beginn meiner zweiten Uniwoche an der EU und habe soeben das Workbook für wissenschaftliches Arbeiten beendet. Ich werde das Ganze jetzt nochmal Korrektur lesen, ein bisschen formatieren und dann das Ganze zur Bewertung abgeben. Und damit hätte ich dann meine erste Prüfungsleistung schon eingereicht und das erste Modul fertig, was mich unfassbar stolz macht tatsächlich. Und ich freue mich da sehr, sehr doll drüber. Auf der anderen Seite ist natürlich ein kleiner Struggle, weil eine Woche des Monats ist rum, drei Folgen noch und ich kann erst im zweiten Monat so viele Module belegen, wie ich will. Bis dahin ja leider nur zwei. Und dafür kam tatsächlich auch das Skript die Woche an. Und zwar haben wir hier einmal das Skript von wissenschaftlichem Arbeiten, was bei mir ankam. Da habe ich tatsächlich alles einfach komplett übertragen an dem, was ich markiert hatte, weil ich es irgendwie cool fand und halt eh viel Zeit habe. Und es kam gestern auch noch das Skript für Marketing 1 an. Da gibt es zwei Skripte und das hier ist auch sehr, 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 sehr dünn. Also um das mal im Vergleich zu haben, wissenschaftliches Arbeiten hat 100 Seiten mehr. Demnach werde ich dieses Skript vermutlich sehr, sehr schnell durchhaben und ich denke auch, dass ich das dann nachher machen werde. Und deshalb dachte ich mir jetzt, wie gesagt, weil ich einfach fast fertig bin, ich nehme euch jetzt wieder ein bisschen mit und werde euch dann berichten, wie mir Marketing gefällt. Ich denke, Marketing wird jetzt auch erstmal viel Wiederholung sein aus dem ersten Semester an der TU Ilmenau. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Ich habe jetzt eben die Arbeit abgegeben. Ist schon irgendwie ein seltsames Gefühl, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es stand schon da, dass die Note vermutlich am 11. August kommt. Das ist ja jetzt noch eine ganze Weile hin. Das sind ja fast zwei Monate. Aber okay, pünktlich zu meinem Geburtstag, ne? Immerhin. Ich werde jetzt tatsächlich anfangen mit dem Skript für Marketing, weil es ist halt gerade mal 12:30. Der Tag ist noch unendlich lang und ich muss definitiv noch irgendwas machen, sonst ist mir einfach langweilig. Ja. Also das wird's dann heute wohl. Guten Morgen. Ich habe gestern nicht mehr so viel gefilmt. Hat ja, wie ich glaube ich schon gesagt habe, auch soweit eigentlich alle To-Dos durch. Und hatte dann gestern Abend aber auch das erste Mal seit Monaten das Gefühl, richtig ausgelastet zu sein und einfach einen erfüllten Tag gehabt zu haben. Was unfassbar schön war. Ich war dann auch abends ziemlich müde. Ich möchte mich heute auf jeden Fall an die Aufgaben von den Grundlagen setzen und deswegen auch vorher ein Lernblatt zu den Grundlagen schreiben. Das werde ich am Tablet machen über Samsung Notes. Außerdem ist heute Abend eine Sprechstunde für Marketing 1. Passt ganz gut, weil ich es ja jetzt angefangen habe. Und in zwei Wochen gibt es eine Sprechstunde zu Marketing 2. Ich habe keine Ahnung, was man da vielleicht fragen sollte nach meinem aktuellen Wissensstand, aber vielleicht werden schon einige wertvolle Hinweise für die Klausur gegeben zum Tutorium und so weiter und so fort. Deshalb werde ich mir das trotzdem heute Abend mit anhören. Das ist 19 Uhr. Ich zeige euch jetzt mal das fertige Lernblatt. Ich habe Begriffe des Marketings heute behandelt, ist ja so ein kleiner Zeitstrahl. Dann ging es hier oben weiter mit Kernbausteinen, Transaktions- und beziehungsorientiertes Marketing. Dann eine generelle Definition, dann ein bisschen was zu Markenführung und zum Schluss was zu Marketingmanagement. Ich finde insgesamt, es ist richtig, richtig schön geworden. Ich habe mir diese Grafik auch extra eingefärbt aus dem Buch. Also habe das gescreenshottet aus dem Skript und ja, ich finde, es ist total schön geworden.
Allerdings war ich da jetzt ganz schön undiszipliniert, unkonzentriert und auch ein bisschen demotiviert bei der Sache und bin demnach jetzt nicht so schnell vorangekommen. Es ist 12:15 und ich werde mir jetzt mal mein Mittagessen vorbereiten, weil ich dafür was im Ofen machen möchte und das dauert bestimmt super, super lange, bis das fertig ist. Aber ich möchte so eine One-Pot-Pasta machen mit Nudeln, Spinat, wenn er noch gut ist, Tomaten und Frischkäse. So sieht jetzt die Portion aus. Ist auch tatsächlich gar nicht so viel. Ich weiß noch nicht, ob ich davon satt werde. Bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Einige Nudeln sind leider sehr hart geworden, weil nicht genug Flüssigkeit hatten. Ich bräuchte auch echt nochmal irgendwie eine deutlich kleinere Auflaufform, sonst wird das hier immer nichts. Ich fange jetzt mit dem Übungsheft an. Das habe ich hier als PDF mal offen. Und es gibt zu jeder Frage steht der Schwierigkeitsgrad mit da. Also entweder die sind sehr nah am Skript und muss man theoretisch auswendig können oder man muss sich kurz was herleiten oder es ist schon eine größere Denkleistung, sage ich mal. Es gibt für jede Beantwortung einen Lösungshinweis, die ausreichende Lösung und auch eine ausführliche Lösung mit Hinleitung und Erklärung. Und das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich werde das hier im Skript direkt beantworten und einfach da reinschreiben. Ja, und werde natürlich meine Lernzeit trotzdem noch mit zu Rate ziehen, weil ich das Ganze jetzt nicht auswendig kann und versuche mal so weit wie möglich zu kommen. Jetzt eine ganze Weile später und ja, irgendwie ist bei mir heute echt ein bisschen die Luft raus. Es ist jetzt schon 16:00. Ich habe die Aufgaben alle am Stück gemacht und habe dafür auch ehrlich gesagt nicht so lange gebraucht. Also wenn ich sie ausformuliert hätte, wahrscheinlich nochmal so 20 Minuten, halbe Stunde länger. Aber so habe ich für die Aufgaben zwischen einer halben und dreiviertel Stunde gebraucht für 18. Und ich finde, das ist eine sehr gute Zeit. Hat natürlich auch einige Fehlerchen drin, aber ich finde es gut, die Übungsaufgaben zu machen, weil ich meine, im Endeffekt ist ja alles auch Klausurvorbereitung. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich noch ein bisschen lesen möchte. Und zwar habe ich Grisha angefangen. Goldene Flamme ist der erste Band. Vielleicht kennt ihr die Serie auf Netflix. Die heißt Shadow and Bone. Und die Bücher, die gibt es schon seit einer ganzen Weile. Und jetzt halt in dieser schönen Neuausgabe. Da habe ich heute Morgen schon angefangen und bin auf Seite 59. Bisher hat es mich auf jeden Fall schon sehr gefesselt vom Schreibstil und Setting her. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, weil ich es total cool finde und weil es bis jetzt irgendwie noch keinen Anlass gab. Und zwar seht ihr hier diesen riesen Karton immer mal jetzt im Hintergrund meiner Videos. Ich muss da mal noch schauen, wo ich die Sachen hin tue, die da drin sind. Und zwar habe ich bei einem riesengroßen Gewinnspiel gewonnen. Und da war nämlich auch ein Kindle Paperwhite dabei in der 10. Generation. Und das ist eigentlich so mein Highlight aus diesem Gewinn. Deshalb habe ich auch dran teilgenommen. Hier sind auch noch ein paar Sachen, die ich mit meinem Freund teilen werde oder weitergebe an Freunde. Aber der Kindle hier ist wirklich... Oh, ich freue mich so doll, weil das ist so eine Sache, die ich gern haben würde für so Sachen wie Urlaub, weil ihr wisst, ich liebe Printexemplare und es geht nichts über Printexemplare. Aber wenn man dann mal in den Urlaub fährt, vor allem wenn man in den Urlaub fliegt und nur begrenztes Gepäck mitnehmen kann, ist es natürlich total super, E-Books lesen zu können. Und das wurde mir schon oft ein bisschen zum Verhängnis oder ich hatte irgendwann halt nichts mehr zu lesen, weil ich die Sachen dann halt auf meinem Handy gelesen habe. Und das ist ja auch irgendwie nicht so geil. Und deshalb freue ich mich extrem über den Kindle, auch wenn ich nicht weiß, wann mein nächster Urlaub sein wird. Aber selbst für so Sachen wie meine längere Zugfahrt oder so ist es bestimmt deutlich geiler, so den Kindle mitzunehmen, als wirklich ein Buch. Wie gesagt, ich werde jetzt mit dem Grisha Burgs weitermachen und vielleicht nochmal ein bisschen nachher zusammenfassen aus dem Skript, aber das weiß ich noch nicht so genau. Oh mein Gott, Leute, so ein unfassbar gutes Buch. Ich habe es jetzt gerade beendet und bin hier komplett
hin und weg. Es war total spannend von Anfang an bis zur letzten Seite. Es gab nicht eine Szene, wo ich mir gedacht habe, boah, so eine Kacke jetzt. Richtig guter Schreibstil, total schöne Fantasy-Elemente und ich kann es kaum erwarten, Band 2 und 3 zu lesen, kann ich dazu nur sagen. Ich bin, boah, ich wünschte, ich hätte Band 2 und 3 im Regal stehen, dann würde ich jetzt sofort weiterlesen. Habe ich aber nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich als nächstes lesen soll, weil ich glaube, dass jetzt erstmal nichts mehr daran rankommen wird, weil ich jetzt aus dem Genre auch nicht so viel da habe. Aber das war genau das, was ich gebraucht habe und was ich die ganze Zeit jetzt wieder lesen wollte und nicht gefunden habe. Demnach bin ich natürlich unfassbar froh, es gelesen zu haben, aber ein bisschen traurig, wie gesagt, dass ich Band 2 und 3 dafür nicht habe. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich war heute schon sehr, 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 sehr produktiv und habe schon 2,5 Lernblätter gestaltet. Mir fehlen jetzt in dem Skript nur noch 6 Seiten, die ich zusammenfassen muss. Deshalb gehe ich auch mal davon aus, dass es alles auf eine Seite passt. Dann hätte ich eine gerade Anzahl Lernblätter, was cool ist, weil ich drucke die ja immer doppelseitig. Das erste habe ich übrigens auch schon ausgedruckt. Das ist jetzt ja, Seite 2. Und das ist die erste Seite. Ich hatte gestern Abend leider einen Streit mit meinem Freund. Den ersten richtig großen Streit, würde ich sogar sagen. Ja, das hat mich dann noch ein bisschen mitgenommen. Ich konnte auch nicht so gut schlafen deswegen. Aber ja, das gehört halt dazu. Irgendwann kommt's halt und es ist ja auch nicht schlimm. Es ist ganz gut auch mal zu streiten. Manchmal platzt dann halt der Kragen und das waren jetzt Sachen, die sich gerade bei ihm auch schon lange angestaut haben, von denen ich nichts wusste. Und ich denke, wir können dann in Zukunft auch damit ordentlicher umgehen. Auf jeden Fall geht es heute an den Rest von Marketing 1 ran. Ich muss dann noch die Selbsttests machen und habe dann natürlich noch ganz viele Übungsaufgaben, ob ich die heute noch mache oder morgen. We will see. Auf jeden Fall habe ich gerade aus dem Briefkasten noch das Skript für Marketing 2 gezogen. So sieht es aus. Hat auch wieder knapp 70 Seiten und das werde ich mir dann für nächste Woche vornehmen. Jetzt übers Wochenende möchte ich gerne meine Unisachen alle auch hier in Ilmenau lassen. Ich fahre nämlich morgen zu meinen Eltern. Und ich wollte euch noch fix eine Sache zeigen, die ich mir letztens gekauft habe. Und dass ich mir das erste Mal in meinem Leben Vasen gekauft habe. Ja, irgendwie finde ich es total cool, Vasen zu haben. Weil ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass Tim mir vielleicht einen Blumenstrauß zum Jahrestag mitbringt. Und dann wäre eine Vase natürlich angebracht. Oder vielleicht auch mal später für Geburtstage und so. Deshalb habe ich mir 2 Vasen gekauft. Einen Blumenstrauß habe ich nicht bekommen. Lag aber tatsächlich daran, dass er eigentlich einen auf den Weg nach Ilmenau besorgt hätte, aber wir uns ja dann in Tschechien und nicht in Ilmenau getroffen haben. Ich habe mir aber einmal so eine bauchige Vase geholt mit diesem wahnsinnig schönen Muster. Übrigens sind beide Vasen aus dem Teddy. Und ich denke, das ist eben perfekt für so Sträuße, ne, wenn das dann hier oben so schön ja, drüber hängen kann. Und die hat 3 Euro gekostet. Und die zweite Vase, die steht gerade hinter euch, weil ich da schon eine Pflanze reingetan habe. Und zwar ist das diese Vase hier, finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Die hat auch 3 Euro gekostet. Und da habe ich jetzt hier schon diese Pflanze rein. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das für eine ist, aber die hat hier perfekt reingepasst, weil, ey, geil, oder? Ich finde, das sieht richtig schön aus und die steht jetzt auf dem Schreibtisch. Ich mag das total gerne, dass die beide so weiß sind und ja, ich bin total verliebt in die Vasen. Und ja, die Pflanze und ich sagen euch jetzt auf Wiedersehen für dieses Video, denn wir sind am Ende angelangt und ich denke nicht, dass ich heute noch so super viel drehen werde. Es war diesmal irgendwie auch gar nicht so der geilste Vlog, glaube ich. Ihr könnt mir aber super gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Das Ganze ist kostenlos, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr von mir und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und tschüss!